Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei SimCity. Mein Name ist Petanos und wir spielen hier mal gleich ordentlich weiter. Ja, wir sind wieder in unserer Anfangsstadt, oder besser gesagt immer noch in unserer Anfangsstadt auf dieser Karte und müssen die momentan hier so ein bisschen von dem Minus befreien, weil wir ja doch ganz schön hohe Ausgaben haben. Wobei ich jetzt erstmal den Kredit hier zurückzahle. So. Und jetzt haben wir erstmal wieder auf Export eingestellt, wodurch gleich hier mal die Lager überflutet sind, was wir alles zu exportieren haben. Und wo ist unsere Rohölzentrale? Ah, genau. Jetzt warten wir erstmal ein bisschen Geld ab und können dann hier gleich mal die beiden Upgrades bauen. Glaube ich doch, dass wir beide bauen können momentan. Raffinerieabteilung. Ne, wir nehmen dann erstmal hier die Gewerbeabteilung. Weil die ist dann doch ein bisschen sinnvoller. Oh, wir können endlich die Metallzentrale upgraden. Super. Und Schmelzofenabteilung. Das hier ist im Prinzip eine der sinnvollsten Abteilungen. Verbessertes Kohleabwerk. Kohlebergwerk. Ne, brauchen wir nicht. Umschlagplatz sowie Kohle- und Roherzlager am Umschlagplatz. Das macht so ziemlich am meisten Sinn momentan. Obwohl diese Schmelzhütte natürlich auch ordentlich Gewinn bringen würde. Ich weiß nicht, wie weit momentan unser Umschlagplatz ist. Aber na gut, wir warten erstmal ab. Okay, wir haben wieder Geld reinbekommen. Was haben wir denn hier für Probleme? Okay, 4743 von 762 ist super. Okay, alles wurde anständig geleert. Da haben wir nicht so viele Probleme. Ressourcenlager voll. Jetzt haben wir einen Überschuss an Legierungen oder wie? Mhm. Aber die hier sind ja komplett voll und benutzen das. So, und hier bauen wir ja auch noch ordentlich ab. Nee. Die Prozessoranlage. Die braucht das ja. Aber das läuft schon. Das läuft. Was läuft, das läuft, ne? Gesundheit. Was wollen die? Wir sind die Könige der Legierung. So wie. Doch, wir brauchen ein Handelsdepot mit einem Legierungslager, um das Material verkaufen zu können. Können wir uns das besorgen? Später. Okay, hier sind doch noch sehr viele krank. Aber wir haben schon alle Krankenwagen hier vorhanden. Und unsere Drohnen sind auch ordentlich vorhanden. Aber wir bauen mal hier so ein Diagnoselabor. Irgendwie. Das bauen wir mal. Hier so ein Drohnending hin. Ja, wir bauen erstmal hier noch ein zweites Drohnenlabor hin. So, dann hier so eine, genau, Wellnessanlagen, damit die Leute gesund bleiben. Und dann bauen wir hier oben ein Diagnoselabor drauf. Und ein Notfallzentrum kommt hier in die Ecke. Patientenzimmer brauchen wir auch. Auch so, wie ich das sehe. Ja, Chirurgiezentrum haben wir noch nicht. Aber. Ich weiß nicht, kann ich da unendlich oben drauf stapeln? Ich weiß es nämlich nicht. So. Geht das auch noch? Okay, das geht auch noch. Das sollte dann aber auch spätestens reichen. Deswegen baue ich jetzt hier noch die Wellness-Center hin. Zur Not müssen wir dann noch mal irgendwie was verschieben oder so. Mal schauen. Ich weiß nicht, soll ich das vielleicht lieber doch hier hinbauen? Ja, ich baue es erstmal hier hin. So. Dann haben wir die Wellness-Center. Und erstmal genug Patientenzimmer. Okay. Die Drohnen sammeln die jetzt alle ein und die Leute kommen dort auch alle rein. Okay. 19 von 102. Alter, sind da viele Kranke. Die kommen jetzt aber alle in unser Krankenhaus.
Dann sollten die alle gesund sein. Das Krankenhaus hat jetzt auf jeden Fall genug Kapazitäten. Das sollte kein Problem mehr sein. Ja, hier sind hier und da sind noch einige Kranke, aber die kommen zum Glück alle ins Krankenhaus. 200 Patienten werden behandelt. Okay. Patienten und Behandlung, Aufnahmekapazität. Okay, wir brauchen mehr davon. Geht noch eins drauf? Okay, jetzt ist das ein richtiges Hochhaus. Das Krankenhaus ist komplett ausgebaut, abgesehen von der Chirurgieabteilung, die wir noch erforschen müssen. Aber jetzt... Ja, mehr Leute passen nicht rein, wenn, dann müssten wir ein zweites Krankenhaus bauen. Aber die Leute sollten jetzt auf jeden Fall zufriedener sein. Okay, unsere Pro-Stunden-Ausgaben sind wieder erhöht worden. Haben sich erhöht. Aber die Leute können da immerhin rein. Und sie ziehen nicht mehr deswegen aus. Okay, nur wegen niedrigen Grundstückspreisen, zu hohen Steuern. Ernsthaft? Die Steuern sind voll okay. Okay, vielleicht kann ich die für die untere Einkommensschicht nochmal irgendwie hier senken. Aber dann für die oberen steigern, so. Irgendwie so. Die Reichen haben es ja. Okay, die wollen ein Busdepot haben. Madame Busbahnhof. Ja, okay, mache ich. Wir wollen unbedingt einen Busbahnhof. Ich habe zwar keinen Plan, wo ich den hinstellen soll, aber kriegen sie. Okay, aber ich wollte erstmal warten, bis wir genug Geld haben, um in die, um diese anderen Abteilungen hier bauen zu können. Aber ich gucke erstmal auf die Jobs. Okay. Mal schauen, ob das jetzt gut läuft, wenn wir hier diese Abteilungen wieder einschalten. Ne, bauen wollte ich nicht. Ich wollte hier Apartments-Abteilung, bam, einschalten. Büroetage, nein. Bildungsniveau. Haben wir hier überfüllte Klassen? Beschweren die sich? Ich würde sagen nicht, ne? Also von daher, mal schauen, ob die Leute dort einziehen. Weil wir suchen ja noch nach Leuten, ne? Die hier einziehen wollen. Aber die Etage wird anscheinend nicht so wirklich genutzt. Obwohl, wir haben extremen Zuwachs, angeblich. Ah, hier sind schon mehr drin. Aber 12 Leute, da muss mindestens die Hälfte oder so drin sein, damit es sich lohnt. Hm. 18. Das lohnt sich noch nicht so wirklich. Ich warte mal ab. Mal gucken, hoffentlich gehen wir dadurch nicht pleite. Wäre dämlich. Okay. Der andere Turm hier hat ja nicht so viel gebracht. Warte mal, ich habe noch eine Verbesserung übrigens hier für diese Straße. Da können wir ja einfach drüber bauen. Nein, Abbruch. Nein, okay. Okay, das geht nicht. Sollte aber gehen. M. Nein. N. Nein, da wäre der Winkel zu steil. Okay. Damit das klappt, müssten wir... Okay, dafür müssten wir hier an die Omega-Fabriken ran. Da die Leitung hier eh noch zu nichts führt, reiße ich erstmal kurz hier...
Okay, die kann ich nicht abreißen. Warum kann ich die nicht abreißen? Na gut. Hallo? Na, die kann ich auch nicht abreißen. Okay. Zu steiler Winkel. Und nach unten. Geht's auch nicht. Okay, schade. So, muss dann halt eben so bleiben. Na gut. Okay, schade, schade, Schokolade. Weiß ich noch nicht, wie ich das mache. Vielleicht baue ich hier eine Umgehungsstraße. Mal schauen. Einen Bogen. So. Irgendwie so. Und dann nach oben. Hier irgendwie so. Oder ein Tunnel. Okay. Mal schauen. Wäre hier ein Tunnel hin möglich? Tunnel? Tunnel geht irgendwie nicht so richtig. Ja, schade eigentlich. Hätte das Erzbergwerk hier abreißen müssen. Und komplett umbauen. Ah, warte mal. Fällt mir gerade was auf. Verbessertes Erzbergwerk. Ah ne, ich habe schon die verbesserten. Okay. Wollte gerade sagen. Da stimmt doch was nicht. Prozessoren, was wollen die? Es häufen sich gerade die Legionen. Oh, ich glaube, ich habe wieder den Timer vergessen zu starten. Das ist ganz schlimm. Na gut. Es häuft sich gerade ein Legierungs- und Plastiküberschuss an. Wir sollten unsere Geschäftsaktivitäten ausweiten. Ja, okay, nein, wir haben genug zwar von allem so, aber naja. Dann würde ich eher eine zweite Fabrik aufmachen. Weil das habe ich ja schon komplett ausgebaut. Mal gucken, hier kann ich auch gerade nicht mehr machen. Was ist jetzt hiermit? Okay, da ziehen so langsam immer Leute ein. Das dauert aber irgendwie lange. Mhm. Okay, ich würde dann hier mal wagen. Ah, genau. Das wollte ich machen. Hier die Gewerbeabteilung. Ui, die ist ja ganz schön groß. Ansonsten die Raffinerieabteilung. Ah, die kann ich erst später bauen. Okay. Aber die Gewerbeabteilung ist mir dann doch erstmal wichtiger. So. Die Raffinerieabteilung kann ich ja zur Not noch woanders bauen. Die Schmelzofenabteilung. Die würde ich sonst zunächst bauen. Aber da ich gerade das Zeug loswerden will, baue ich erstmal hier die Abteilung. Ist vielleicht ein blöder Schritt. Ich weiß. Aber so kriege ich immerhin das hin. Und hier Gewerbeabteilung, verbessern Sie die Zentrale. Genau, das hätte ich nämlich auch gern noch. Aber dafür muss ich Fortschritt beim nächsten upgraden. Dafür muss ich mehr exportieren. Und das heißt, ich müsste erstmal noch einen weiteren. Ja, jetzt haben wir ein Problem, stimmt. Legen Sie ein Gebäude. Dann nehme ich doch erstmal einen Kredit auf. So. Okay. Die Elektronikzentrale, die müsste auch nochmal abreißen, irgendwie woanders platzieren. Weil hier ja auch nicht besonders viel Platz ist. Und diese Straße ist hier sehr dämlich gebaut. Vielleicht finde ich da ja mittlerweile eine andere Möglichkeit. Nein, so nicht, sondern hier mit Bogen. Mit Bogen.
ohne dass das Haus abgerissen werden muss. Warte mal. Vielleicht so. Und dann hier der Bogen. Bam. Hallo, Brücke. Hätte ich gerne. Klappt irgendwie nicht so richtig. Eine Schlängellinie. Okay, mit diesem Werkzeug irgendwie zu arbeiten ist dann doch noch ein bisschen merkwürdig. Nein. Okay, nein. Ich will hier nur so eine kleine Ablenkung und dann will ich dahin. Ja, soweit okay. Das hat funktioniert. Okay, dieses Schlängeltool ist echt mir noch ein Rätsel, wie das funktionieren soll, so wirklich. So. Aber das hat ja funktioniert. Upgraden, genau. Upgraden sollte ich die Straße noch. So. Jetzt haben wir dort so einen kleinen Schlängelweg drin. Sieht zwar irgendwie leicht verkrüppelt aus, aber funktioniert ja. Das Haus steht hier ja. Und jetzt haben wir hier wieder auch ein bisschen mehr Fläche. Und ich brauche hier nicht dort oben die Leute rumschicken, sondern kann die schön hier unten rumschicken. Das ist doch gut. Ja, die Elektronikzentrale. Wir haben wieder genug Geld. Aber wir sollten einen Umschlagplatz bauen. Genau. Hier. Was ist hiermit wieder los? ControlNet haben wir mittlerweile Überschuss. Okay. Dann bräuchten wir doch gar nicht mehr so viel kaufen. Prozessorfabrik, ja. Dafür brauche ich aber einen weiteren Umschlagplatz. Wodurch hier erstmal. Ja, ich packe den erstmal dahin, bis ich mir hier den größeren hinpacke. Nur so lange ist das. So, ich weiß nicht, ob die normalen Lager überhaupt noch gebraucht werden. Aber wir bauen jetzt erstmal hier. Nein! Elektronikabteilung des Handelszentrums. Ich habe einen Umschlagplatz gebaut. Nein, ich wollte keinen Umschlagplatz bauen. Warum baue ich immer das Falsche? Kann das mal einer erzählen? Ich wollte doch nur das kleine Ding hier bauen. Mann. Ich baue immer das Falsche. Hab mich schon gewundert, warum das nicht geht. So. Und noch einmal. Und jetzt können wir das einstellen. Hier, so. Achso, ich drücke schon wieder auf den falschen Knopf, aber wir brauchen eh noch die Fahrzeuge hier zum Export fahren. Von daher nicht so schlimm. Weltmarkt und dann hier schön Export. So. Und dann sollten wir genug Prozessoren exportieren können. Mal schauen. Okay, die stellen noch Leute dann erstmal ein. Und ich wollte hier hinten ja noch so einen Megaturm bauen. Oh, die Straßen sind verstopft. Ja, genau, jetzt, ich brauche so einen Busbahnhof, damit die Leute schnell von A nach B kommen. Wasser. Warum haben wir ein Wasserproblem? Okay, ja. Gefördertes Wasser. Kann ich da noch ausbauen? Ja, obwohl die Region mittlerweile sehr trocken dort ist. Alter, hier hinten ist mittlerweile richtig verseucht. Wo könnte ich das denn mal hinbauen? Nirgendwo so richtig. Hier so, gerade mal so. Aber da kommt auch die Verseuchung langsam rüber. Denke ich mal so. Von daher bauen wir lieber kleine Wassertürmchen. Irgendwo hin.
Zum Beispiel hier so. Und hier so. Und da vielleicht gerade nicht so. Aber hier so. Und hier so. Auch wenn die Verseuchung dort irgendwann mal runterkommen sollte. Okay, wir haben mittlerweile ein kleines Plus. Dort stehen auch schon so viele Türmchen. Okay, hier ist so die Wasserzentrale. Vor allem sollte das Ding nicht hier... Genau, das fördert doch eigentlich auch Wasser. Und zwar durch das Wasser, was es an Kacke umsetzt. Na? Das sollte doch funktionieren. Aber trotzdem brauchen wir genug Wasser. Na gut. Dann wird die Etage jetzt mittlerweile... 84, ey, die kommen da so schleichend ziehen die da rein. Wir speichern einfach mal kurz zwischendurch, einfach nur aus Prinzip. Was wollen die hier noch? Machen sie den Marktetage von Megatürmen Gewinne? Stellen sie eine Schmelzhütte auf? Nee, komm, das können wir vergessen. Stellen sie einen Busbahnhof auf? Ja, okay. Busbahnhof vergesse ich immer wieder aufzubauen. Oh, dort hinten ist noch so ein Control-Net. Die brauchen wir eigentlich auch noch nicht, die Anlage. So. Mache ich. Und keine Läden oder Parks. Ja, gut. Jetzt bauen wir nochmal hier irgendwo einen Busbahnhof hin. Oder ne, erstmal upgraden wir hier nochmal ein paar Straßen irgendwo. Ah, die Stelle, genau. So. Wo? Oh, hier haben wir ordentlich Staus. Das ist aber nicht gut. Das ist gar nicht gut. Und hier haben wir auch ordentlich Staus. Und da können wir auch gar nicht so richtig machen. Wir können hier nur versuchen, nochmal irgendwie eine Straße zu bauen. Hört mir mal gerade so auf. Ja, dort, wo eh keiner bauen kann. Dann können die Leute dort ein bisschen besser rüber. Aber so richtig was gebracht hat es jetzt auch nicht. Ja. Gut. Okay, der Verkehr steht eher, als dass er fließt. Das ist blöd. Okay, deswegen bauen wir ja jetzt die Busse hier. Ja. Wir bauen den dorthin. Ganz einfach. Und wir bauen erstmal jede Menge Busse, auch wenn es erstmal Asche kostet. Weil sonst kommen die ja nicht zur Arbeit. Das sollte erstmal reichen. Aber jetzt brauchen wir noch Bushaltestellen, ist klar, ne? So. Das heißt, wir bauen die erstmal großzügig überall hin. Hier so. Hier so und da so. Oh, die kosten auch 200. Hm. So. 200 Euro für eine Bushaltestelle. Ist schon nah an der Realität, leider. Oder was heißt denn leider? Ist halt so. So, dann, ja. Ich nehme hier noch einen Kredit. So. Und dann baue ich hier nochmal so, hier auch nochmal so ein paar Bushaltestellen hin. Und hier vor allen Dingen. Hier. Hier. Und hier so. Und wo vielleicht noch? Hier vielleicht. Hier auch.
Hier vielleicht noch eine. Hier auch. Hier oben. Hier hinten nicht so wirklich. Da macht es kaum Sinn. Aber hier macht es noch Sinn. Sonst noch irgendwo ein. Hier vielleicht so. Aber das sollte dann auch reichen. Und dann brauchen. Ah, die haben jetzt Arbeit. Mal schauen, wie das dann hier so läuft. Im Prinzip müssten die ja jetzt hier überall die ganzen Stellen anfahren. Die Busse ausrücken. Hallo? Busse. Ah. Ui, wie die Passagierzahl mal eben ganz hoch steigt. Mhm. Okay, unsere Ausgaben steigen immer mehr, aber unsere Einnahmen sind mittlerweile ganz gut. Die Kredite können wir mal eben kurz zurückzahlen. Müssen wir nur aufpassen, dass wir jetzt nicht runterfallen. Mit der Gesundheit des Krankenhauses geben wir glatt 12.000 aus. Ah, das ist natürlich nicht so geil. Dafür können wir aber 143 von 233 pro Tag verletzte Sims versorgen. Und 199 von 227 versorgte kranke Sims. Und wir haben nur noch einen Toten pro Tag. Das ist auch ganz gut. Und was wollen die? Wohlbefinden statt Wohlstand. Es gibt so viele kranke Leute in dieser Stadt. Die Sims brauchen eine Klinik oder ein Krankenhaus. Ja, ja, habe ich doch. Behandeln Sie noch 5 Kranke. Dann noch ein Krankenhaus. So viele Keime. Ja, ja, ich weiß. Deswegen habe ich ja ein Krankenhaus gebaut. Und damit geht es doch auch halbwegs. Okay, die Folge ist vorbei. Wir warten trotzdem mal eben kurz noch ein bisschen ab. Genau, ich wollte gucken, wie das mit den Bussen läuft. Verkehr. Ja. Okay, 33 Minuten Wartezeit durchschnittlich. Wir haben viele Passagiere. Können vielleicht nochmal irgendwo eine. Hier vielleicht nochmal so eine. Und hier vielleicht auch nochmal eine Haltestelle. Je weniger Haltestellen, desto schneller geht es natürlich auch mit den. Wartezeiten. Je weniger Haltestellen. Aber dafür brauchen wir halt noch ein paar mehr Busse. Wir haben schon 5000 Passagiere pro Tag. Ist ganz gut, aber die Straßen sind immer noch ganz schön verstopft. Es hat sich so ein bisschen. Ja. Ein bisschen gelegt an so heiklen Stellen. Aber ansonsten. Auch nicht so geil. Behandeln Sie noch 5 Kranke? Ja. Fügen Sie zum Megaturm einen Apartment-Etage hinzu. Machen Sie einen. Mhm. Okay. Die unser Minus sinkt ein bisschen. Okay, einen können wir irgendwie nicht bauen. Das ist ja hoffentlich nicht ganz so schlimm. Warte, wie war das nochmal? 38 Minuten Wartezeit, das ist schon kritisch. Da bräuchten wir aber auch eine zweite Busanlage. Vielleicht bauen wir in unserer Stadt dann eine, dann pendeln die ja hier auch rüber und dann sollte das gehen. Was mit der Akademie? Ah, wir können wieder was Neues erforschen, das ist super. Dann würde ich doch mal hier die Schwebebahn machen. Oder der Luftreiniger. Ja, machen wir erstmal hier die Schwebebahn. So. Dann haben wir die endlich auch mal. Oh, jetzt sind schon 42 Minuten Wartezeit. Mhm. Aber es geht. Okay, wir müssen eindeutig drüben noch das hinbauen. Aber, okay, um 1 Uhr nachts, da fährt ja auch keiner. Wir müssen mal zu den Hauptverkehrszeiten gucken. Okay. Grund zu hohe Steuern. Okay.
Wir müssen hier oben mal wieder die Steuern senken. Aber dafür packen wir die wieder auf normal. Okay, wir machen Gewinn, das ist super. Nein, abreißen wollte ich gerade nichts. So, hier können wir immer noch nicht. Warte, wie ist das jetzt mit der Elektronikzentrale? Da sind wir immer noch Schwebebahnstation zur Petition genehmigt. Okay, das ging ja schnell. Luftreiniger. Ja, machen wir das hier. Ne? Forschungsabteilungen laufen. Okay. Was ist hier los? Die einzelne Polizeiwache schafft die Arbeit allein nicht mehr. Bürgermeister, wir sind jetzt eine Großstadt. Okay. Verbrechen lohnt sich nicht. Ja, ja. Okay. Bauen Sie ein Polizeirevier. Mal schauen. Polizei. Obwohl, das geht eigentlich. Sind gar nicht so viele Verbrecher auf freiem Fuß. Reise ins Weltall. Mal schauen, was für die. Fügen Sie der zur Elektronikzentrale die Unterhaltungselektronikabteilung hinzu. Veranlassen Sie an der Uni-Forschung zum Raumfahrtzentrum-Projekt. Ja, okay. Mal schauen. Wir müssen erstmal hier das hinkriegen, dass wir genug exportieren. Das heißt, ich werde wahrscheinlich eine zweite Prozessorfabrik bauen, damit das überhaupt geht. Wobei ich noch keinen Plan habe, wo ich die bauen kann. Wir fügen einfach hier so ein paar Streifenwagen hinzu, dann geht das doch. Weil so viele Verbrechen haben wir auch nicht mehr, weil die Leute alle intelligent genug geworden sind dafür. Von daher geht das eigentlich. Und die Gefängniszellen sind auch nicht voll, von daher geht das. Okay, die Medizindrohne hat mich geheilt. Das nenne ich moderne Technik. Besser, effektiver, schneller. Okay. Das ist super. Bürgermeister will eine Petition zum Bau genehmigt. Schön. Die Leute sind jetzt endlich mal zufriedener. Ich habe zwar noch keinen Plan, wo ich die hinstellen soll. Okay, manche haben immer noch irgendwie grummelige Laune. Ich weiß zwar nicht wieso, aber na gut. Okay, wir brauchen auf jeden Fall eine zweite Prozessorfabrik. So viel steht fest. Weil sonst kriegen wir das nicht hin. Oh, oder uns fehlt einfach nur Plastik. Plastik fehlt uns. Dann bauen wir hier mal wieder um. Reißen die Prozessoranlage ab. Und importieren Plastik. Weil was sollen wir sonst machen? Wenn das anders nicht geht. So. Und dann hier so und Plastik importieren. So. Dann sollten wir da auch kein Problem mit haben. Trotzdem baue ich eine zweite Prozessorfabrik. Auch wenn die teuer ist. Und auch wenn ich noch keinen Plan habe, wo ich die richtig hinbasteln soll, weil hier es einfach schon sehr voll ist. Wenn dann reiße ich vielleicht die Wasseranlage dort ab, weil sie dort ja eh keinen Sinn mehr macht. Dann bauen wir einfach ganz viele Wassertürmchen. So, ich pausiere mal kurz. Die Folge war schon wieder vorbei, ne? Okay, dann mache ich das erstmal und dann sage ich, was war. Dann machen wir das in der nächsten Folge. Von daher sage ich dann so, tschüss und cheerio, bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Pythanos und ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Und ja, ein Like wäre auch schön. Und ein Kommentar würde ich mich auch drüber freuen. Also von daher, bye bye.